Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder ein Kosmetik-Haul. Ich weiß, ich glaube, das vorletzte oder ich weiß nicht, ist noch nicht so lange her, mein letztes Kosmetik-Haul-Video. Aber ich habe wieder ein paar Sachen in der Drogerie gekauft und was von MAC. Und ja, aber hauptsächlich aus der Drogerie. Neue Sachen aus dem P2-Sortiment und LE-Sachen und so. Und ja, ich dachte, ich zeige euch das. Ich habe euch natürlich schon auf Instagram Fotos gezeigt von den jeweiligen Hauls. Ich habe ja nicht alles auf einmal gekauft und auch schon Swatches oder so dann mal gemacht. Also ich kann es nur immer wieder sagen, folgt mir am besten auf Instagram. Dann seht ihr auch immer, was ich aktuell kaufe und ja, dann sammle ich die Sachen einfach. Wir fangen mal an mit Foundation bzw. BB-Cream. Habe ich mir von Garnier den Miracle Skin Perfector in der Farbe Hell nachgekauft. Den hatte ich schon mal, hier Hell. Die hatte ich schon mal und zwar ist das diese All-in-One BB-Cream mit Matt-Effekt. Und das ist jetzt eigentlich die erste BB-Cream, die ich jemals gekauft habe. Ansonsten benutze ich eigentlich nur Foundation, aber die habe ich jetzt eigentlich fast durchgängig benutzt, bis sie jetzt leer war. Also ich habe noch einen Teil, das ist jetzt so mein Backup sozusagen. Ich habe schon im Bad stehen, aber die andere, ja, noch ein paar Tage wird es vielleicht halten, dann kann ich die benutzen. Kostet, glaube ich, um die 8 oder 9 Euro und finde ich wirklich top. Macht ein super Finish, wie ich finde. Ich habe sie auch drauf, aber naja, das Make-up ist schon ein paar Stunden alt jetzt und das wird man nicht so erkennen. Kann ich wirklich nur empfehlen. Dann kommen wir erstmal kurz zu LE-Sachen und zwar die P2 Summer Attack LE. Da braucht ihr euch aber eigentlich nicht zu beeilen. Die ist nämlich den ganzen Sommer über erhältlich. Habe ich auch schon Pressebilder in Instagram damals gepostet, wo ich den Newsletter bekommen habe. Wie gesagt, die ist ab jetzt März erhältlich gewesen für 5 Monate. Das heißt, wenn da irgendwas leer sein sollte bei euch, braucht ihr nicht gleich in Panik zu verfallen, weil die LEs werden eigentlich immer aufgefüllt, diese 5 Monate lang. Und ich habe mir jetzt 4 Sachen davon gekauft, aber nicht gleichzeitig. Aber das ist ja egal. Ich habe mir einen Bronzer geholt und zwar ist das ein Into the Wild Face Bronzer. In der Farbe 010 Jungle Vibes. Es gibt den in 2 Farben, noch in einer dunkleren Nuance, aber die war mir wirklich zu dunkel. Ich habe ihn jetzt auch schon ein paar Mal benutzt, finde ihn sehr, sehr gut. Auch der Duft ist richtig gut. Der riecht so, ich weiß gar nicht nach was, irgendwie total süß. Also ist schon ein bisschen parfümiert. Finde ich ganz gut. Ich finde dieses Muster total schön und wie ihr sehen könnt, da ist zum Beispiel, also vor allem dieser Ton hier, der ist mit Schimmer und ja, das ist wirklich schön. Ich finde den ganz toll. Ich swatch euch mal. Hat natürlich Glanz, muss man mögen, ob ein Bronzer jetzt glänzen soll oder nicht. So sieht er aus, hat eine schöne Farbe, ist schon recht dunkel, also die andere Nuance ist wirklich viel, viel dunkler noch. Und man sieht, er hat halt einen schönen goldenen Schimmer. Muss man mögen, wie gesagt, aber ich finde es nicht schlecht, jetzt gerade für den Sommer. Ich habe es ein paar Mal jetzt probiert oder auch schon benutzt. Im Sommer, denke ich, kommt es dann noch viel besser, wenn der auch noch wenn er schimmert. Ne? Dann habe ich mir 2 Nagellacke geholt, da habe ich auch jeweils schon Tragebilder in Instagram geladen. Und zwar wollte ich ursprünglich nur diese Farbe, dieses Lila. Und zwar ist das die Farbe Flirtin Purple. Das ist auch total die schöne Farbe. Das ist so lila und der hat dann noch so blauen Schimmer mit drin. Den hatte ich auch schon getragen. Ist sehr, sehr schön. Auch sehr deckend mit 2 Schichten. Der ist ganz toll. Dann hat mich eigentlich keine Farbe mehr angesprochen, aber irgendwie bin ich dann doch an dem Grün hängen geblieben und das ist Green Palm Tree. Und der ist auch irgendwie sehr besonders. Ich bin gar kein Grün-Fan, zumindest was Nagellacke betrifft. Ich habe jetzt natürlich heute ein grünes Top an, ne? Kein Grün-Fan, aber was Nagellacke betrifft. Aber irgendwie fand ich den so knallig. Und ich habe mir dann an dem Tag erstmal meine Fußnägel lackiert, weil auf den Nägeln hatte ich was. Und da hat er schon ordentlich geknallt und hatte nur auf einem Finger dann mal so einen Swatch. Davon habe ich dann auch ein Foto gemacht. Und also ich denke für den Sommer, so auf den Nägeln, wenn ein bisschen braun ist, also der knallt schon. Der ist richtig, richtig schön. Dann habe ich aber nicht am gleichen Tag, erst ein paar Tage später, noch einen Pinsel entdeckt.
Aber der war da ausverkauft gewesen. Ich habe ihn ja auch schon auf dem Newsletter gesehen. Die haben einmal einen wie so Beauty Blender mit Stiel, aber da habe ich schon vieles Negatives gehört, von daher habe ich mir den nicht gekauft. Und dieser Kabuki war auch sehr umstritten. Ich habe ihn mir trotzdem gekauft, um mir meine eigene Meinung zu bilden. Also erstmal finde ich, ist er ja mehr als Mini. Also ich habe ihn ja auch schon in vielen Videos und Fotos gesehen. Und er kommt im Video, meiner Meinung nach, immer, obwohl er schon so klein rüberkommt, größer rüber, als er wirklich ist. Er ist noch viel kleiner, wie er rüberkommt. Er ist so mini. Er ist wirklich so mini. Wenn ich den jetzt gegen meinen Zeigefinger zum Beispiel halte, oder dass ihr mal einen Vergleich habt, ja, der ist ja wirklich, ne? Also, der ist so, so mini. Ich weiß nicht. Mini. Einfach nur mini. Ja, was kann ich mehr dazu sagen? Ich weiß nicht. Ich finde ihn süß. So zum Angucken irgendwie, aber ich habe ihn auch schon benutzt zum Konturieren, weil ich dachte, er hat theoretisch die perfekte Form zum Konturieren, weil er so klein ist. Man kann so schön hier konturieren, aber ich weiß nicht, er verliert Haare. Sieht man jetzt nicht, jetzt habe ich sie verloren auf dem Weg. Okay, also ich hatte gerade eben 2 Haare auf dem Finger. Er verliert Haare. Es sind ganz komische Haare. Ich habe ja auch den Kabuki aus der Soul Sister LE letztes Jahr. Der ist zwar viel breiter und hat auch ganz andere Haare, also von der Textur her. Er ist schon sehr weich, das auf jeden Fall. Er ist sehr, sehr weich. Er fühlt sich eigentlich sehr gut an. Aber die Haare sind trotzdem, ich kann es nicht beschreiben, die sind so komisch synthetik halt und so lang und irgendwie komme ich nicht da gut damit zurecht. Also verblenden kann man damit irgendwie gar nicht, finde ich. Ich muss es noch mal ein bisschen austesten. Ich weiß noch nicht so genau, was ich von ihm halten soll. Ja. Dann kommen wir mal zu... bevor wir zu P2 gehen, machen wir erstmal noch die anderen Sachen. Und zwar habe ich mir einen neuen Color Tattoo geholt. Ich hatte mir ja letzt den Maybelline Color Tattoo in Pink Gold geholt und den liebe ich ja über alles. Hatte ich euch ja auch letzt meinen Lovely Spring Look mitgeschminkt und jetzt habe ich mir noch eine neue Farbe geholt und zwar ist das Light in Purple. Und das ist auch eine wunderschöne Farbe. Das ist so ein Blau mit rosa Schimmer, also schimmert dann ein bisschen lila. So sieht er aus. Ich swatch ihn euch. Also ist auch wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe. Ich hoffe, habe ich den euch schon mal gezeigt? Ich glaube nicht. Falls ich ihn euch schon mal gezeigt habe, dann verzeiht es mir, aber ich glaube nicht. Das ist die Farbe. Sehr, sehr schön und genau wieder von der Qualität her wie die anderen auch. Sie sind sehr farbintensiv, also schimmernd, ganz, ganz toll, ganz intensiv. Hier ein schön lila, also es ist schon Purple. Muss mal kurz ein Tuch holen. Es ist auf jeden Fall leicht lila, bläulich. Also es ist eigentlich blau mit rosa Schimmer. Ja, sehr, sehr schön. Die kosten dann auch so um die, ich weiß es gar nicht, 7 oder 8 €. So, dann habe ich einen neuen Nagellack von Essence. Und zwar ist das der hier. Das ist auch ein neuer, der jetzt von der Farbe her neu mit ins Sortiment aufgenommen worden ist. Und das ist die Farbe That's What I Mint. Da bin ich angefixt worden von der lieben Debbie, der X-Madame Coquette. Die hat den getragen, auch in ihrem letzten Haul gezeigt. Und ich bin, glaube ich, am gleichen Tag sogar noch zum DM. Dann habe ich mir den gleich geholt und ich hatte ihn auch jetzt die ganzen letzten 2-3 Tage lackiert. Bis heute habe ich sie umlackiert, sonst hätte ich es euch zeigen können. Eine sehr, sehr schöne Farbe, so Mint und sehr, sehr schön. Kosten ja, glaube ich, nur 1,75 €, also mit der Farbe könnt ihr echt nichts falsch machen. Ist ein Top-Farbe, finde ich ganz, ganz toll. So, dann kommen wir jetzt mal zu den neuen Essence. Ich zeige euch noch was. Alverde habe ich noch was gekauft. Und zwar bin ich ja zurzeit auf der Suche nach Augenbrauenstiften, weil ich ja jetzt angefangen habe, sie mir wirklich immer nachzuzeichnen. Und ich habe da einfach noch nicht so das Optimale gefunden. Habe bisher immer nur so einen von Essence gehabt, so einen braunen. Und jetzt habe ich mir einen mal von Alverde geholt. Und das ist die Farbe 02 Brünett.
Und ja, ist einfach einbraun. Und hat hier hinten dann noch so ein kleines Bürstchen, was ich aber eigentlich nie benutze, weil ich benutze lieber, das sind so, das ist so eine Schuhbürste, so eine kleine. Ich benutze lieber mein normales rundes Bürstchen, wo ich habe. Und ja, ich habe den jetzt heute auch drauf. Von der Farbe her finde ich es in Ordnung. Ich habe meine Haare zwar jetzt schwarz, aber schwarze Augenbrauenstifte oder so fände ich jetzt ein bisschen too much. Und ich finde, ist eigentlich ganz gut, wie es momentan ist. Ich mache den jetzt erstmal leer und dann, ja. So. Catrice, wir haben doch noch nicht, ich guck mal durcheinander. Catrice habe ich mir einen neuen Kajal geholt. Ich habe von Catrice die ganze Zeit einen Kohlkajal gehabt, also zum Spitzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse eigentlich Kajals oder alle möglichen Arten von Stiften, die man spitzen muss. Ich hasse das einfach. Ich habe die nämlich alle in so einem Glas stehen. Und wenn man die spitzt, die werden dann immer kürzer und dann rutschen die runter. Und da sind ja auch meine Mascaras und Eyeliner drin. Und da bin ich mich immer am zu Tode suchen nach diesen kurzen Stiften. Nur dass sie werden dann so kurz, dass sie sich querlegen unten. Da könnte ich wahnsinnig werden, wenn ich mich da dumm und dusselig suche. Von daher, abgesehen von Augenbrauenstiften, ja, versuche ich eigentlich irgendwie nichts zu kaufen, was ich spitzen muss. Und ich hatte von Catrice, wie gesagt, den Kohlkajal-Liner. Den ich sehr gut fand eigentlich, aber ich habe jetzt gedacht, ich hole mir mal den hier. Und zwar ist das der Long Lasting Eye Pencil und der ist auch noch waterproof. Da ist sogar ein Spitzer dabei. Oh, habe ich gar nicht gewusst. Ja, und das ist halt so einer zum Rausdrehen und der ist sehr, sehr schwarz, sehr, sehr cool, hält sehr gut auf der Wasserlinie. Und jetzt habe ich gerade gesehen, das sehe ich aber jetzt erst, da ist hinten noch so ein kleiner Spitzer. Finde ich auch nicht schlecht, falls man die Spitze hier vorne ja, spitzen muss, aber das brauche ich eigentlich nicht. Und ja, den finde ich ganz gut. Und ist dazu auch noch wasserfest, für die Wasserlinie natürlich optimal. So, jetzt kommen wir zu Produkten aus dem neuen P2-Sortiment. Und zwar habe ich dazu zuerst eine Lash Base geholt und zwar sieht die so aus, sieht schon ein bisschen zugesifft aus hier vorne und zwar heißt die Perfect Eyes Lash Base und zwar ist das eine weiße Base. Ich muss sagen, ich finde, sie schmiert natürlich sehr hier vorne alles voll, das mag ich nicht so. Ja, ist eine weiße Mascara sozusagen, also eine Base. Hat so ein bisschen schwarze Flecken schon dran. Ich habe die jetzt über eine Woche schon probiert und manchmal habe ich irgendwie wohl noch Reste, obwohl ich ja so, so sehr meine Wimpern versuche sauber zu machen. Keine Ahnung, wo da als noch dann, wenn ich über die sauberen Wimpern drüber gehe, als Reste herkommen, dass da noch ein bisschen schwarz hängen bleibt. Ich weiß es nicht, wo das herkommt. Auf jeden Fall finde ich, dass sehr, sehr viel Produkt leider am Bürstchen hängt und somit hier oben immer dann sehr, sehr viel Geschmier entsteht, was ich ja nicht so mag bei Mascaras. Hier ist es so, dass kleine Fasern mit drin sind schon. Das heißt, sie baut schon natürlich etwas Volumen auf, weil diese Mikro-Seidenhärchen mit drin sind. Und ja, ich benutze das einfach vorher, dann sind die schön weiß. Und dann mache ich erstmal noch weiter mit dem Gesicht, Bronzer oder Blush oder irgendwas. Das soll man antrocknen lassen und danach die Mascara. Und ich finde es sehr gut, wenn ich es benutze. Man hat dann schon den Eindruck, dass man ein bisschen mehr Volumen geschaffen hat und ja, es verlängert oder verdichtet halt noch etwas durch diese kleinen Härchen, die da mit drin sind. Ich weiß nicht, das sieht man glaube ich nicht. Die sind ja so klein. Und ich finde es eigentlich ganz gut. Da steht auch drauf, dass man das auch als Nachtpflege für die Wimpern nehmen kann. Das habe ich jetzt aber noch nicht gemacht. Ich benutze es einfach nur als Base und finde ich ganz gut. Also. Das erste Base, die ich habe. Also ich kann nicht viel, ja, keine Vergleichsmöglichkeiten. Dann habe ich noch was gekauft, was ich ganz cool fand. Ich wollte es einfach ausprobieren. Und zwar nennt sich das Perfect Lips Mood Balm. Das sieht so aus. Perfect Lip Mood Balm. Dieser Mood Balm verleiht den Lippen eine perfekte und individuelle Lippenfarbe mit pflegenden Aprikosenöl und Pfirsichextrakt. Und das ist also die Farbe Unique Pink, gibt es aber auch nur eins. Ja, was soll ich sagen? Sieht ein bisschen jetzt schon verfärbt aus, weil es sich ja anpasst, der Lippenfarbe. Irgendwie verfärbt es auch hier so ein bisschen. So, ich habe gerade ein bisschen sauber gemacht, dass es für euch ein bisschen besser zu erkennen ist. Es ist ein Balm, hat jetzt irgendwie eine komische Form, ich weiß nicht warum. Ist ein Balm.
hier sehr, sehr hellrosa, fast durchsichtig. Und wenn man das auf die Lippen aufträgt, ich probiere es mal, ob es auf dem Handrücken auch funktioniert. Also die Lippen werden dann sehr, sehr schön so pink glossy. Eine ganz, ganz leicht nur, aber sie färben die Lippen etwas, was ich sehr, sehr schön finde. Hier unten ist es jetzt. Und auf den Lippen kommt es etwas intensiver rüber, finde ich. Da ist es ein bisschen dunkler, ein bisschen pinkiger. Und ich mag es sehr. Was ich nur nicht so mag, ist, er verformt sich ein bisschen arg und schmiert dann so ein bisschen rum. Also ja, das mag ich halt nicht so. Das ist irgendwie oft bei so Balms. Ich weiß nicht, dann schmiert es so da drin rum. Aber an und für sich finde ich das ganz cool, weil ich muss immer irgendwas so auf meinen Lippen haben, was ja, cremig ist oder glossy oder halt Lippenstift, irgendwas. Ich hasse es, trockene Lippen zu haben. Und den habe ich jetzt immer unterwegs irgendwie dabei, wenn ich mal dann keinen Lippenstift drauf habe oder so. Und besser wie Labello. Und dann mache ich den drauf. Für Pflegewirkung würde ich jetzt sagen, naja, so mittelmäßig vielleicht. Aber es macht einfach die Lippen dann auch schön glossy und dann in dieser Farbe. Das gefällt mir. Dann habe ich noch was geholt, was ich sehr, sehr cool finde. Und zwar ist das auch von P2, der heißt Couture Lip Polish and Stain. Also das ist so ein Lip Stain. Und das ist die Farbe Perfect Set Card. So, und das ist eben ein Long Lasting Lippenlack. Long Lasting Lippenlack. Und es sieht so aus, hat so ein Bürstchen. Und auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Ich habe jetzt manchmal sogar beide in Kombination benutzt. Erst dieses Lip Mood, um die Lippen so etwas leicht zu tönen. Und dann habe ich den hier darüber gegeben. Der sieht so aus. Und das ist halt ja wie so ein Lippenlack. Also bildet nur so einen ganz, ganz dünnen Film. Also wirklich, das fühlt sich am Anfang auch so ein bisschen nass an. Bildet so einen Film. Und dann hat man aber so einen schönen, ja, so ein schönes Finish und so ein Glossy Finish und so einen leichten Film auf den Lippen. Also es hält natürlich jetzt nicht Stunden, aber ich finde es schön und es ist ja auch günstig, ne? Ja, dann habe ich noch zwei Nagellacke geholt, die ich sehr, sehr mag. Und zwar ist das eine neue Serie bei P2, die nennt sich Volume Gloss Gel Look Polish. Und zwar sehen die so aus, die sind so jetzt wie ein Würfel. Und das ist die Farbe 040 Lovely Beauty. Und den hatte ich auch schon getragen, habe ich auch schon ein Bild in Instagram gepostet. Dieses Volume Gloss, was das jetzt zu bedeuten hat, ob das irgendwie voluminöser erscheinen soll. Also das Gel-Look, okay, das soll natürlich, das soll der Nagellack ebenso aussehen wie Gel. Es soll natürlich vielleicht schön glänzen, eine schöne glatte Oberfläche oder so bilden. Das Problem bei mir ist, ich kann dazu wenig sagen, weil ich habe ja Gelnägel. Eigentlich sehen alle Nagellacke bei mir schön aus und glatt und glänzen und halten auch sehr lang, weil es splittert ja gar nichts auf Gelnägeln, also bei mir zumindest nichts. Das habe ich schon oft gesagt, es wetzt sich vielleicht vorne mal was ab, aber es splittert nichts und es sieht auf Gelnägeln einfach irgendwie alles schön aus. Ich weiß jetzt nicht, auf Naturnägeln macht es bestimmt ein schönes Finish, weil es dann ein schönes glattes Finish vielleicht macht und viele haben ja vielleicht auch ein bisschen rissige Nägel oder so, das sieht ja manchmal Nagellack auch nicht so schön aus. Und da kann ich mir aber vorstellen, dass es vielleicht ganz gut aussieht, dass es einfach so eine ebene Fläche ergibt oder so. Und ja, und das ist eine Farbe. Ich muss noch mal, ich mache mal irgendwann einen Vergleichswatch auf meinen Nägeln und lade es in Instagram hoch, weil ich glaube, und das habe ich auch einige darauf aufmerksam gemacht, das könnte ein sehr, sehr gutes Tube zu dem Essie Lovey-Dovey sein. Den habe ich ja auch. Das ist ja auch ein super, super schönes Rosa. Und das könnte ein wirklich gutes Tube sein. Und dann habe ich mir jetzt ganz neu noch eine Farbe geholt. Und zwar ist das auch dieses Volume Gloss. Und das ist die Farbe Little Princess. Und das ist ein so, so schönes Rosa. Und das ist auch den, den ich jetzt trage. Ist so ein schönes Rosa. Ja, es sieht jetzt hier sehr weißlich aus, aber es ist wirklich ein so, so schönes Rosa. Ich kann nicht mehr sagen, es ist einfach schön. Und hier könnt ihr vielleicht sehen, ich meine, wie gesagt, ich habe Gelnägel und so sieht er halt aus. Er glänzt halt sehr schön und ja, sieht vielleicht, ja, gelähnlich aus, aber wie gesagt, ich habe ja Gelnägel, also kann ich nicht dazu sagen, ne?
Aber ich kann die empfehlen, auf jeden Fall. Die sind ja auch nicht teuer und ich würde mir bestimmt auch noch mehr Farben holen, weil es gibt wirklich sehr, sehr schöne Farben. Sehr schöne Farben. Da werde ich mir noch mehr davon kaufen, auf jeden Fall. Gibt es auch ganz schöne so Grautöne und ja, da werde ich mal schauen, was da noch so dazu kommt. Ihr werdet es erfahren. So, genug von Drogerie. Jetzt habe ich noch zwei Sachen von MAC geholt und zwar wollte ich auch was aus der Archies Girls LE haben und bin nach Mannheim in den Douglas und habe es auch gesehen und es gab auch fast alles, außer das Face Powder, also diesen Highlighter, den wollte ich ja unbedingt haben. Aber irgendwie scheint er noch nicht ausgeliefert zu sein in Deutschland. Ich weiß nicht, ob der noch kommt. Ich stehe auf der Warteliste, ich werde angerufen und habe einen reserviert, sobald er da ist. Aber ich bezweifle, dass das passieren wird. Von daher habe ich mir irgendwie nicht viel gekauft, weil ich gehofft habe, dass ich das noch bekomme. Und das ist ja alles nicht so günstig, ne? Also wollte ich nicht so viel kaufen, weil ich ja hoffe, den Highlighter noch zu bekommen. Also habe ich mir nur einen Lippenstift geholt, mit dem bin ich aber total glücklich. Und zwar sieht der so aus. So süß, ich bin so froh, dass endlich mal ein limitierter Lippenstift wieder vom Design herausgekommen ist. Und das ist auch mein erster, den ich so limitiert habe, außer die Viva Glams. Und das ist ein Satin-Finish und die Farbe Betty Pride. Und das ist so eine tolle Farbe jetzt für den Frühling und für den Sommer. Ich habe es ja auch schon so oft getragen. Es ist einfach wunderschön, so deckend und das finde ich ganz toll geswatcht, ne, hier drüben hin. So eine schöne Farbe, also wem das nicht gefällt, das ist so ein schönes, cremiges Peach und optimal für den Sommer. Und ja, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Und an dem gleichen Tag, an dem Freitag, das war ja der 1. März, als die LE rausgekommen ist, ist auch ein weiterer Lippenstift in das Standardsortiment gekommen und zwar Candy Yum Yum. Wer mich kennt und verfolgt, weiß, dass ich schon sehr, sehr lange auf der Suche nach Candy Yum Yum bin. Er war ja mal vor ein paar Jahren limitiert. In Amerika gibt es den zwar, aber von hier aus kommt man einfach sehr schlecht dran. Und ich habe mir ja in einem anderen Haul, vorhergehende, noch gar nicht so lange her, von Flomar das Tube gekauft, mit dem ich aber auch sehr zufrieden bin, muss ich sagen. Und dann kam am 1. März wohl raus, dass ab dem Tag Candy Yum Yum jetzt im Standardsortiment erhältlich ist. Ich habe erstmal Freudentänze gemacht, habe die Verkäuferin, bevor ich mir die Archies LE angeguckt habe, habe ich erstmal nach dem gefragt. Und sie hat gesagt, ja, den haben wir jetzt ab heute drin. Ich so, ja, ich möchte den haben und habe ihn mir gekauft. Egal, ob ich jetzt einen Tube habe oder sonst was, ich muss den einfach haben. Das ist einfach was, ich habe ihn so lange gewollt und ich muss den einfach haben. Und wenn ich ihn nur besitze, es ist egal, das muss man nicht verstehen, es ist einfach große Liebe. Und das ist Candy Yum Yum und das ist halt leider ein Matt-Finish. Ich habe ihn auch in meinem letzten Follow Me Around Video mal getragen und habe auch schon gesagt, dass ich mit dem Matt-Finish nicht ganz so zufrieden bin, weil er natürlich die Lippen austrocknet, was ich persönlich nicht so mag. Und das finde ich so auf Dauer ein bisschen ätzend. Er hält natürlich sehr, sehr lange. Aber so auf Dauer muss ich mir einfach irgendwas drüber schmieren, weil ich mag es einfach nicht so. Aber diese Farbe, ach, ist das nicht toll? Das knallt, oder? Aber man sieht natürlich schon, wie matt der ist. Das knallt. Das ist so toll. Ich sehe ja aus heute. Ja, aber ich bin trotzdem glücklich über diese beiden neuen Schätze auf jeden Fall und auch über meine Drogeriesachen. Freue ich mich sehr und ja, das war's eigentlich schon, meine Lieben. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr irgendwas aus dem neuen P2-Sortiment habt. Ich war da gar nicht so auf dem Laufenden und finde es aber nicht schlecht. Kommt bestimmt noch einiges dazu, vor allem von diesen Nagellacken. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, habt ihr was davon? Habt ihr was aus der Archies Girl LE gekauft und was aus dem neuen Standardsortiment? Habt ihr den Pinsel? Wenn ja, wie findet ihr ihn? Und ich freue mich über eure Kommentare und sie zu beantworten. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.